Models! Hallo! Ah, wer kommt denn da? Hi! Diese Woche ist der erfolgreiche deutsche Modedesigner Kilian Kerner mein Gast. Er nimmt meine Models in einem Hidden Casting ganz genau unter die Lupe. Erst am Ende der Woche lässt er die Katze aus dem Sack und verrät den Models, wer ihn überzeugen konnte und seinen Job bekommt. So, seid ihr jetzt alle? Hi. Hi. Hallo. Ich bin der Kilian, ich bin der Gastjuror diese Woche. Mein Name ist Kilian Kerner, ich bin Modedesigner. Karriere-Highlights gibt's so viele. Meine erste Show bei der Fashion Week 2008. Toni Gahn hat es eröffnet und geschlossen. Viele Prominente, die meine Sachen getragen haben. Rita Ora, Bill Kaulitz, Fergie und Kylie Minogue. Und natürlich meine Lieblingsfrau Heidi Klum. Und ich habe was im Gepäck, was Großes. Meine Marke wird nämlich diesen Sommer 20 Jahre alt. Ich sehe euch auch nicht das erste Mal heute. Ich kenne euch alle schon. Ich habe euch bei eurer ersten Modenschau in Berlin gesehen. Hat's noch niemals gemacht. Bei der Eröffnungsshow in Berlin, das waren natürlich ganz kurze Momente. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig darauf, die alle persönlich zu sehen. Ich werde jetzt mal gucken, wie ihr euch so entwickelt habt die letzten Wochen. Ich habe das alles abgespeichert aus Berlin. Und wir machen jetzt hier Catwalk-Training. Bei GNTM ist wirklich wie so eine Wundertüte. Man weiß nie, was als nächstes kommt. Ich freue mich jetzt, ihn kennenzulernen. Deshalb ist eine coole Überraschung. Ihr wacht ja meistens morgens hier auf und ihr wisst überhaupt nicht, was passiert. Und dann ziehst du dieses Outfit heute an. Es hieß, wir sollen so kommen, wie wir uns wohlfühlen. No way. Das geht nicht. Also, klar sieht das cool aus und bei einem Interview hat es vielleicht auch gepasst, auch wenn wir noch nicht bei der Oscarverleihung sind. Stellt euch mal vor, jetzt wäre hier ein Kunde und der würde euch buchen wollen. Aber ein Kunde will sein Produkt verkaufen. Und wenn ich jetzt ein Kunde bin, der denkt, boah, Glitzer passt überhaupt nicht zu meinem Produkt, dann bist du raus. Weißt du, und das ist doch doof, oder? Du willst ja Jobs kriegen, du willst Germany's Next Topmodel werden. Ich suche die Gesichter für meine 20 Jahre Kampagne. Ein männliches und ein weibliches Gesicht für das Shooting, für Social Media und auch die ersten beiden Models, die für die 20 Jahre Kilian Kerner Show im Sommer gebucht werden. Und es sind wahrscheinlich die bisher bedeutendsten Jobs, die ich in meiner Karriere vergeben habe. Deswegen ist dieses Teaching ein verstecktes Casting, was sie nicht wissen dürfen. Und ich bin sehr gespannt, wer mich da überzeugen wird. Bei einem Casting habt ihr 30 Sekunden Zeit. Und ich muss in der ersten Sekunde sehen, wie sieht an dem Model mein Look aus, wie sieht an dem Model mein Make-up aus. Wenn ich erst mal sagen muss, zieh mal deine 1000 Ohrringe aus und so, ne? Weißt du selber, oder? Also bei Spinnenfutter würde ich dich sofort buchen, aber ich verkaufe kein Spinnenfutter. Well. Und natürlich für ein Casting, da kann ich keine Spinnen im Gesicht haben, ist klar. Okay, dann sag ich jetzt, ihr sollt euch jetzt enthübschen. Du gehst dich enthübschen, du ziehst dir was Engeres an. Gut. Ich gehe. Kilian hat grundsätzlich nichts gegen die individuellen Styles meiner Models. Aber potenzielle Kunden wünschen sich in der Regel einen Basic-Look, auch bei einem versteckten Casting. Aber am Ende des Tages ist es doch, wenn man darüber nachdenkt und darüber schläft, konstruktive Kritik. Wenn wir jetzt die Info kriegen, dass wir jetzt in einem Casting sind, dann hätte ich auch mein Glitzer zu Hause gelassen. Letztendlich ist er Modedesigner und ist in der Branche und kann das halt noch mal gut einschätzen. Aber ich habe jetzt keine Lust, jeden Tag so rauszugehen. Weil das spiegelt ja auch nicht unsere Personality in dem Sinne wieder. Also wenn wir ein unbeschriebenes Blatt sein sollen, dann gerne in Jeans und weißen T-Shirt. Wir würden alle gleich aussehen. Aber... Und ich bin ja nicht wie der andere. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich nehme jetzt Casting-Outfit. Ja. Outfit. Also Figur betont, eng und irgendwie schlicht, oder?
Ja. Irgendwie müssen wir vergleichbar sein. Und wenn ich so auftrete, lenkt vielleicht auch das Outfit von meiner Leistung ab. Und ergibt schon Sinn alles. Doch, geil. Yay. Alles, was wasserbasiert ist, oder mit Wasser rangeht, kann man mit Öl abmachen. Schneller als gedacht, geil. Perfekt. Wer fängt an? Okay, dann fängst du an. Also das Catwalk-Teaching mit Kilian Kerner, da war erstmal so bei mir im Kopf, okay, vielleicht gibt es einen Job für die Berliner Fashion Week. Jetzt heißt es einfach das Beste geben und schauen, was danach passiert. Guter Blick, gute Haltung. Die Hüfte wackelt ein bisschen. Ich weiß, dass Aldi meine größte Konkurrenz ist. Und ich denke schon, dass Aldi und ich wirklich irgendwann in einem Duell gegeneinander antreten müssen. Ist gut. Vorne finde ich es richtig cool, von hinten wackelt der Po ein bisschen zu sehr. Wenn es um das ganze Kreative und vor allem auch jetzt um das Modeln angeht, bin ich schon kleiner Perfektionist. Und ja, da versuche ich dann immer 1000% zu geben. Und wenn es dann mal nicht klappt, ist dann halt schon so. Ich will auf jeden Fall ein Vorbild für die Black Community sein, dass man auch, wenn man schwarz ist, du kannst machen, was du willst, du kannst stark sein. Deswegen will ich ein Vorbild für die Leute sein, die vielleicht nicht so eine große Stimme bis jetzt hatten. Wie ich damals, als ich 13, 14 war, so vorm Spiegel stand und dachte, boah, ich bin hässlich, weil ich schwarz bin oder so. Das war auch so ein bisschen das Hüftproblem. Ja, ich habe echt viel Hüfte. Also immer. Aber wenn du das weißt, warum lässt du das dann nicht? Es kommt immer so ein bisschen durch dann. Ich kann es nochmal probieren. Bitte. Viel besser. Ruhiger, ruhiger bleiben mit der Hüfte. Na bitte, geht doch. Richtig gut. Richtig gut. Für mich und meine Marke ist Jermaine super. Also jetzt möchte ich aber auch mal eine Frau sehen. He got mad, so I got drinks. No, ja, Kilian Kerner, da war ich schon erstmal ein bisschen nervös. Ne? Also habe ich gedacht, ja, alles klar. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was der sozusagen hat. Bisschen weniger Popo. Wir sind alle hier, um zu lernen. Ich auch. Und ich bin halt auch noch nicht perfekt, ne? Sonst müsste ich nicht hier sein. Oh, das wird sehr sexy, glaube ich, ne? Ich möchte es nicht so sexy. Lauf mir so sexy, dann dachte ich mir so, ach. Warum? Ja, das war jetzt nicht so sexy, wie ich es vermutet hätte. Herzlichen Glückwunsch. Die Männer- und Frauenmodewelt kann man eigentlich nicht so vergleichen. Mehr maskuliner Rock soll das sein. Ah, nicht maskulin, aber nicht zu viel Hüfte, genau. Ich glaube, Frauen müssen viel mehr unterschiedliche Walks haben als Männer. Das ist so, glaube ich, der größte Unterschied. Du machst die Füße jetzt so ein bisschen sehr nebeneinander, ein bisschen mehr vor. Einander nicht so nehmen. Ja, genau. Genau. Männer müssen meistens keine High Heels anziehen. Aber ich glaube, auch bei Jungs ist es nicht so einfach, wie man denkt. Ja, gut. Aber noch nicht sehr gut. So ein bisschen Schulterproblem, finde ich. Die Schulter gibt bei dir immer so ein bisschen so. Versuch das unter Kontrolle zu bringen. Ich will das jetzt auch noch mal sehen. Denk einfach nicht nach. Also für mich ist Germany's Next Topmodel die perfekte Schule für eigentlich so eine Charakterentwicklung. Gut, lauf. Fokus.
tatsächlich selber an mir gemerkt, auch mit den Haaren, mit der Eitelkeit, dass ich die wirklich ablegen konnte bis zu einem gewissen Grad. Also du kannst morgen zu Heidi gehen und dich wirklich bedanken für diese neue Frisur. Die hat dir den Elevator Boy weggenommen. Du bist jetzt ein Model. Dankeschön. Also bisher ist das Laufniveau hier echt nicht schlecht, Leute. Vor allen Dingen im Gegensatz zu Berlin. Die Spinnenlady ist da jetzt. So bei Kilian Kerner, er meinte zwar, ich muss meine Spinnen wegmachen, aber so er als Mensch, habe ich gemerkt, feiert's eigentlich. Und er fand's, glaube ich, schon lustig. Ja, viel besser als ich gedacht hätte. Ja? Ja. Der eine Arm, der ist immer so ein bisschen so, der andere geht so und der andere bleibt so ein bisschen stehen. Die kannst du gerne ein bisschen gleich verteilen. Soll ich nochmal machen und du schaust auf meine Arme, ob das besser ist? Ja, wenn du willst. Gerne, gerne, gerne. Das ist die wichtigste Show bisher in meiner Karriere. Und natürlich muss ich die ausführlich laufen sehen. Nee, ist nicht besser. Hier, der rechte Arm. Mehr Schwung oder weniger? Anders, der geht immer so. Der eine geht nach vorne und der andere, der fliegt so nach da. Oder sieht das nur so aus? Vielleicht sollte ich mir eine neue Brille kaufen. Die sind einfach nicht im Gleichgewicht, diese Arme. Aber das wird auch nicht bei... Das fühlt sich normal an. Das fühlt sich, ja. Das ist manchmal so. Okay. Aber also da ist auch Potenzial da. Okay. Definitiv. Okay. Definitiv. Aber übt es einfach noch ein bisschen mit den Armen. Der Rest ist gut. Gut. Es muss so Klick machen. Das Model muss so wach sein vom ersten Moment. Es muss sein Gesicht unter Kontrolle haben, den Körper unter Kontrolle haben. Und ich möchte einfach Feuer sehen. Im Körper und aus den Augen muss es sprühen. Das ist das, was überzeugt. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.